Die Erfindung einer Formel. Schule macht nicht jeden Tag gleich viel Spaß. An einigen Tagen kann einen nichts aufheitern oder interessieren. Dann schaut man gelangweilt aus dem Fenster oder man erfindet eine neue mathematische Formel. Das hilft gegen Langeweile und die Lehrer sind dann auch beeindruckt. Das klingt unglaublich, ist aber wirklich passiert. Um die Geschichte zu erleben, benötigt man einen Zeitsprung. Es ist das Jahr 1777. Am 30. April wird in Braunschweig Karl Friedrich Gauss geboren. Das Baby wird einmal zu den bedeutendsten Mathematikern gehören. Doch das ahnen seine Eltern noch nicht. Der Knirps ist ein Einzelkind und wächst in der Wilhelmstraße 30 in Braunschweig auf. Die Wohnung ist einfach. Seine Mutter heißt Dorothea. Sie arbeitet als Dienstmädchen und ist verheiratet mit Gebhard Dietrich Gauss. Der hat viele Berufe. Er verdient das Geld als Gärtner und Maurer und arbeitet dann in einer Versicherungsgesellschaft. Den kleinen Karl Friedrich ziehen Zahlen magisch an. Überlieferte Erzählungen besagen, dass das Kleinkind erst rechnen und dann sprechen konnte. Außerdem soll der Junge bereits mit 3 Jahren seinem Vater geholfen haben, Lohnabrechnungen zu korrigieren. Ob diese Geschichte stimmt, ist allerdings nicht sicher. Der Zahlenfreund Gauss kommt in die Katharina-Volksschule. Als Gauss 9 Jahre alt ist, passiert die Geschichte, die in fast allen Büchern über ihn geschrieben steht. Natürlich ist damals keiner der Autoren mit dabei gewesen, aber die Anekdote besagt, dass Gauss bereits als Schüler sehr gut in Mathematik war. Überliefert ist die Geschichte, dass der Volksschullehrer Herr Büttner der Klasse folgende Aufgabe stellte. Rechnet alle Zahlen von 1 bis 100 zusammen. Der Legende nach soll er gehofft haben, seine Zöglinge damit eine Zeit lang ruhig zu stellen. Das klappt auch, außer bei einem Schüler. Die Jungen beginnen eifrig zu rechnen. 1 plus 2 plus 3 und so weiter. Nur Karl Friedrich überlegt einen kurzen Moment und nennt dann die Lösung. Das Ergebnis ist... Der Lehrer staunt und die Mitschüler gleich mit. Kann Ihr Freund etwa so rasend schnell im Kopf rechnen? Gauss ist ein guter Kopfrechner, doch sein schneller Erfolg liegt nicht an seinen Rechenkünsten, sondern daran, dass er eine neue mathematische Formel entdeckt hat. Diese Begebenheit macht den 9-jährigen Karl Friedrich Gauss bekannt. Er gilt in Braunschweig als Wunderkind. Sogar der Herzog von Braunschweig wird auf das mathematische Genie Gauss aufmerksam. Der Herzog unterstützt den Jungen mit einem Stipendium und gibt ihm das Geld, um in Braunschweig zu studieren. In der Chronik der Technischen Universität Braunschweig ist die Unterschrift abgebildet, mit der sich Gauss am 18. Februar 1792 am Collegium Carolinum eingetragen hat. Es ist wenige Wochen vor dem 15. Geburtstag von Gauss. Und nun auch die Aufgabe für euch. Wie lautet das Ergebnis? In diesem Raum gibt es eine Schatztruhe. In ihr findest du die Erklärung, wie der Knirps Gauss so schnell zu seinem Ergebnis gekommen ist.